Ihnen allen ein herzliches Willkommen von uns als Verlag. Heute fand der Einfamilienhauskongress zum ersten Mal statt und ich denke, es war ein Erfolg. Es ist sehr interessant, gute Architekten vortragen zu lassen. Das Deutsche Architekturmuseum lobt zusammen mit dem Kalwey Verlag den Preishäuser des Jahres aus, damit wir die besten Häuser finden, identifizieren und prämieren. Haus beeindruckt, ein eleganter, jedoch nicht arroganter Baukörper, der sich selbstbewusst langgestreckt und zweigeschossig in die flache Landschaft legt. Wir spielen Fußball bei uns im Spieleflur und das heißt einfach, die schöne Architektur funktioniert auch eben für unsere Familie. So haben wir es uns vorgestellt und das ist eben das Schöne. Wir sitzen oft abends da, trinken ein Gläschen Wein und sagen, wie schön haben wir es. Die Überlegungen des Architekten und des Bauherren war es, die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude zeitgemäß zu erweitern, ohne den ursprünglichen Charakter des Ensembles zu zerstören. Das Haus feiert seine Lage und transformiert das organische Wachstum eines Baumes in den gewellten, polygonalen Grundriss. Als Mission für kostengünstiges Bauen und gleichzeitig als Konzept für innerstädtische Nachverdichtung, das Wohn- und Atelierhaus von Holzer Kobler Architekten gibt eine überzeugende Antwort auf die heute drängendsten Fragen. Wir haben in einer Stadt gebaut, wir haben sehr urban gebaut, wir haben versucht, eine Lösung zu schaffen für einen engen Raum. Und wir versuchen hier gerade eine Gegenströmung zu schaffen, eigentlich in dem bebauten Land, wo wir sind, in der Stadt, wo wir leben, eigentlich die Sachen erstmal nachzuverdichten und nicht einfach überall wahllos große Gebäude zu schaffen.